Stoffsitze reinigen ohne Waschsauger oder Sprühextraktionsgerät. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Die Frage wurde uns von euch auch immer wieder gestellt, wie kriege ich denn jetzt meine Sitze sauber, wenn ich eben keinen Sprühextraktionssauger habe und keinen Waschsauger? Gibt es da nicht eine Methode, die jeder zu Hause anwenden kann? Und ja, die gute Nachricht ist, die gibt's. Dafür brauchst du einfach nur einen vernünftigen Textilreiniger, ein Interior Scrub Pad oder eine Reinigungsbürste, das geht beides, nimmt sich nicht viel. Und ein Mikrofasertuch, am besten ein etwas langflorigeres, damit du viel Schmutz und vor allen Dingen Wasser aufnehmen kannst. Und ein Eimer mit Wasser. Und das ersetzt dann mehr oder weniger gut den Sprühextraktionssauger. Ausgangszustand sollte nicht zu extrem verschmutzt sein. Also wenn du jetzt wirklich helle Sitze hast, die komplett fleckig sind, dann leih dir im Baumarkt ein Sprühextraktionsgerät oder dann kauf dir ein günstiges. Aber für so einen Zustand einfach jahrelang nicht gepflegt, hier überall so ein bisschen fleckig, scheckig und einfach schmutzig, geht das wunderbar. Von der Reihenfolge her macht es Sinn, zuerst natürlich alles zu saugen, damit wir keinen Sand auf den Polstern haben. Das ist dann wie Schmirgelpapier und würde das Polster beschädigen. Dann kommt die Reinigung von Sitzen, egal ob es jetzt Leder oder Stoff ist, wie in dem Fall. Weil hier bei der Reinigung, wenn ich hier grob rumsprühe oder ich beim Schrubben so ein bisschen spritze, dann komme ich nochmal auf die glatten Oberflächen. Das heißt, das Abwischen der glatten Oberflächen sollte danach erfolgen. Wir nehmen dann am besten das Scrub Pad oder die Reinigungsbürste und verteilen den aufgesprühten Reiniger am Stoff, sodass wir überall Reiniger haben. Wenn ihr jetzt anfangt, den kompletten Stoff einzusprühen, habt ihr viel zu viel Reiniger in der Oberfläche, den ihr gar nicht mehr rausbekommt ohne Sprühextraktionsgerät. Ist auch gar nicht nötig, deswegen ein bisschen flächig aufsprühen und dann verteilen. Und ihr seht ja auch schön bei dem Reiniger, wo es dann nicht mehr schäumt. Da könnt ihr dann noch mal ein bisschen was nachsprühen. Der Reiniger muss jetzt je nach Produkt, was ihr verwendet, 5 bis 10 Minuten wirken. Kann man im Zweifel auch ausprobieren. Lieber ein bisschen kürzer wirken lassen und mal nacharbeiten, als einmal zu lange wirken lassen, sodass er antrocknet. In der Zwischenzeit könnt ihr einen anderen Sitz machen oder andere Arbeiten durchführen oder einfach einen Kaffee trinken gehen. Stellt euch am besten einen Timer, gerade wenn ihr jetzt einen anderen Sitz macht, dass ihr die Zeit nicht aus den Augen verliert. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt der Reinigung. Jetzt kommen wir zur Schmutzentfernung. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt ein bisschen das Produkt habt wirken lassen, nochmal die Reinigungsbürste ein bisschen feucht machen oder auch relativ nass machen ruhig. Oder das Scrub Pad nehmen und einfach nochmal über die Oberfläche gehen. Hiermit lösen wir jetzt entfernen wir den gelösten Schmutz aus der Oberfläche, beziehungsweise bringen ihn erstmal an die Oberfläche, damit wir den dann im nächsten Schritt aus der Oberfläche entfernen können. Wichtig ist bei der Stoffreinigung immer komplette Flächen zu reinigen. Wenn ihr jetzt hier anfangt, einen Fleck rauszureinigen, bildet sich ein Wasserrand, beziehungsweise der Fleckrand wird verdrängt und wird einfach nur größer. Das heißt, immer komplette Flächen reinigen, um Flecken zu vermeiden, ist auch ein sehr typischer Fehler. Im nächsten Schritt nehmen wir ein Mikrofasertuch, wirklich relativ feucht. Ne, ihr seht, das ist wirklich nass. Und gehen hier einmal wirklich rein. Wir brauchen jetzt einfach das Wasser vom Mikrofasertuch, um den Schmutz samt Reiniger aus der Oberfläche zu kriegen. Nicht jetzt doll drücken, also wir wollen jetzt nicht das Polster durchnässen, sondern einfach darauf achten, dass diese Feuchtigkeit an der Oberfläche bleibt. Das ist auch der gleiche Grund, warum wir nicht so viel Reiniger benutzen. Weil würden wir den Sitz jetzt richtig mit Reiniger durchnässen, würde der Reiniger einfach nach unten sickern, würde im Polster landen und im schlimmsten Fall gibt es Schimmel. Jetzt habe ich das Mikrofasertuch ausgewrungen und arbeite jetzt wirklich mit Druck und dem feuchten Tuch hier über die Sitze. In dem Moment, wo ihr keine Maschinenunterstützung habt, also keinen Waschsauger, müsst ihr das halt mit körperlicher Arbeit ausgleichen, weil Zaubertricks gibt es da nicht, sondern wir müssen den Reiniger samt Schmutz irgendwie aus der Oberfläche kriegen. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis möglichst viel Reiniger raus ist. Wobei bei der Methode empfiehlt es sich auch einen Reiniger zu benutzen, der auch zurückbleiben kann. Es gibt Reiniger, wie zum Beispiel der und auch ein paar andere auf dem Markt, die trocknen pulverförmig aus. Das heißt, die kann man nach der kompletten Abtrocknung einfach aus dem Sitz saugen. Aber selbst bei so einem Reiniger wollen wir natürlich, dass der ganze Schmutz rauskommt. Also es würde nichts bringen, wenn wir jetzt hier nur ein bisschen drauf rumreiben und rumwischen, sondern wir müssen schon wirklich mit Druck in die Oberfläche, um den Schmutz rauszubekommen. Ihr hört an meiner Stimme, ist auch ein bisschen ansteigend. Bei jedem weiteren Gang nehme ich jetzt nicht mehr ein komplett klatschnasses Tuch, weil ich ja schon einmal Wasser
in die Oberfläche gebracht habe. Das Wasser in Verbindung mit dem Tuch ist sozusagen der Abtransport für den gelösten Schmutz. Jetzt reicht es wirklich, wenn es feucht ist, bis ich merke, okay, der Schaum wird nicht mehr ganz so doll. Ich habe den Reiniger zum großen Teil raus. Wie gesagt, bei der Methode dürft ihr auf keinen Fall einen stark alkalischen Reiniger benutzen, weil der würde im Sitz verbleiben. Das Wasser würde verdunsten durch die Wärme im Innenraum, vielleicht auch durch eine Sitzheizung. Und dann hättet ihr pures, konzentriertes, alkalisches Produkt im Stoff. Und das macht euren Sitz auf Dauer kaputt. Deswegen hier wirklich milde Reiniger benutzen, die pH-neutral sind, die auch in der Oberfläche verbleiben können, beziehungsweise die ihr absaugen könnt. Weil ansonsten ist der Sitz zwar sauber, aber mehr oder weniger schnell kaputt. Nächster Punkt, hat meine Oma schon immer gesagt, mit dreckigem Wasser putzt sich nicht gut oder kann es nicht sauber werden oder irgendwie so. Ich habe den Spruch nicht mehr ganz drauf. Der Eimer sollte spätestens nach einem Sitz, also je nachdem wie schmutzig der ist, auf jeden Fall gewechselt werden, weil sonst haut ihr immer wieder dreckiges Wasser da rein. Je nachdem wie schmutzig das ist, kann es auch schon nach einer Sitzfläche soweit sein. Ihr seht ja, es ist wirklich ganz schön viel Arbeit und ich habe jetzt nur eine Sitzfläche bearbeitet, während ich hier nur eingeschäumt habe. Es lohnt sich vielleicht doch, wer sowas öfter mal macht oder selbst bei nur einer ganzen Ausstattung, sich einen günstigen Sprühex für um die 100 Euro zu kaufen. Verlinken wir euch auch hier unten unsere Empfehlung. Ich mache jetzt erstmal weiter und wir sehen uns dann später noch beim Ergebnis. So, und jetzt sehen wir auch schön, jetzt habe ich wirklich so lange gearbeitet. Ihr seht beim Wischen, es kommt kein Schaum mehr. Das heißt, bei einem schäumenden Reiniger habe ich den Reiniger jetzt entfernt. Außer hier oben, da kommt noch ein bisschen Schaum, aber hier ist alles wunderbar. Das heißt, ich mache noch die Seite hier. Dann lassen wir es trocknen und dann kann es immer noch sein, dass wieder Flecken durchkommen. Dann geht es wieder von vorne los und dann wiederholen wir den Prozess. Und ganz wichtig ist, gut trocknen lassen. Also Auto am besten über Nacht in der Garage mit offenem Fenster trocknen lassen, sonst gibt es Schimmel. Stoffreinigung ohne Sprühex funktioniert gut. Sorgt für die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn, weil es einfach körperlich viel anstrengender ist. Aber wer wirklich mal eine Fläche macht, der braucht sich nicht extra einen Sprühex zu besorgen. Wenn es mehr wird, ein leihen. Wenn es oft mehr wird, ein kaufen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten. Denkt an die Gutscheincodes, dazu auch alle Infos unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.